Hallo und willkommen bei Technikfreaks, eurem Technikkanal. Heute zeige ich euch, wie ihr Viper VPN richtig auf dem Fire TV installieren könnt und nicht die Version aus dem Amazon Store, weil die ja nicht richtig funktioniert, falls manche es vielleicht schon mal mitbekommen haben, dass die nicht richtig funktioniert. Also wie im Amazon Store, das ist zwar eine halbwegs funktionierende, nur oft hat die Verbindungsprobleme oder es fehlen dann auch bestimmte Features, die nicht fehlen sollten, weil es ja auch immer noch so Vorlagen gibt, wo man bestimmte Sachen braucht. Heute zeige ich euch, wie ihr die installieren könnt. Dafür braucht ihr nur die App Downloader, die es auch im Amazon Store gibt, werde ich euch aber auch nochmal verlinken. Genau, ich würde sagen, dafür müsst ihr einmal am PC immer gehen. Und dann solltet ihr einmal auf die Seite gehen, die ist unten aber auch nochmal verlinkt. Und dann solltet ihr das ungefähr so sehen. Könnt ihr auch mit dem Handy machen, das ist ganz egal. Und dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter. Nämlich das ist, genau das machen wir gleich, diesen Schritt. Das ist eigentlich eine genaue Anleitung. Und da seht ihr diesen Link hier, glaube ich. Genau. Und da klickt ihr drauf und dann sollte sich eine APK runtergeladen haben. Und das ist die, die wir am Ende nämlich brauchen. Genau, und das hat einen ganz einfachen Grund und jetzt müssen wir die am besten auf irgendeine Art Server, sei es über auf dem 14RS oder irgendwo anders, einmal raufschieben, wo ihr am Ende aber mit dem Fire TV auch Zugriff drauf habt. Ich mache das jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, ich habe die APK jetzt einmal auf den Server raufgeschoben, das ist aber wirklich auch ganz egal. Hauptsache, ihr wisst, wo ihr die abgelegt habt. Ihr müsst einfach nur Zugriff drauf haben, weil sonst der andere Weg ist so kompliziert. Da hat man keine Lust mehr drauf. So, also jetzt sollte die einmal hier so sein. Die sollte eigentlich Viper VPN 403.11.160.apk heißen. Also das ist auch die neueste Version, die es halt gibt. Und da müsst ihr einmal an euren Fire TV. Und das mache ich jetzt auch einmal. So, ihr seht, ich bin jetzt auch einmal an meinem Fire TV. Und dann sollte die erstmal auf eurer Startseite sein. So, und jetzt braucht ihr einmal die App ES File Explorer, die könnt ihr auch erstmal drunter laden. So, die sollte dann einmal so aussehen. Und dann müsst ihr einfach nur noch auf hier an der Seite auf LAN gehen und halt euren Server angehen. Habe ich in dem Fall schon gemacht. Na, und dann müsst ihr einfach nur noch auf euren Server rauf. Und dann halt da, wo ihr die Datei gespeichert habt. Ich habe es in dem Fall in meinem Ordner und dann irgendwo hier gespeichert. Genau. Und dann solltet ihr die Datei halt haben. Und jetzt kommt es. Ihr müsst die nämlich auf dem Fire TV raufkopieren. Ganz easy. Einfach nur kopieren am besten, dann habt ihr sie. Und müsst die jetzt an einem bestimmten Ort dann, nämlich auf Lokal und interner Speicher. Und da müsst ihr dann in den Ordner Download. Nicht Download, sondern Downloader. Das ist hier die App, die wir auch brauchen, um es überhaupt zu installieren. Ne? Und da klickt ihr rauf. Genau, und das ist jetzt bisher nur ein anderes und dann nur auf einfügen. Genau, das dauert jetzt kurz ein bisschen und dann sollte es auch gleich gehen, weil das ist die App, die man braucht, wenn das überhaupt geht. Weil der Downloader ist halt sozusagen wie ein richtiger APK-Installer. Genau, und dann solltet ihr einmal hier unten auf Dateien gehen. Und dann seht ihr, habt ihr jetzt einmal die VPN APK. Ich habe sie jetzt in dem Fall schon installiert. Ihr müsst dann halt hier nochmal auf Installieren klicken. Genau, und dann ist sie halt auf eurem Gerät. Ich bin jetzt wieder hier auf meinem Fire TV und dann sollte das so aussehen. Das sieht natürlich mal so, ja, das ist aber egal. Und dann sollte es auch starten. Und ihr seht, jetzt hat er sich auch mit, also ist sozusagen die richtige Android-Version, wie ihr sie eigentlich vom Handy kennen solltet, wenn ihr Android benutzt. Und das soll dann so aussehen. Hat ja halt einfach sozusagen die ganz normal eine Viper VPN App. Und jetzt manche so, ja, warum? Das hat schon bestimmte Gründe, weil die Apps immer nicht so richtig funktioniert. Also in dem Fall die alte. Da kann ich es gleich nochmal zeigen. Und die können auch ganz gut verbinden. Weil die alte hatte einfach das Problem, dass da mal Verbindungsprobleme waren. Das zeige ich euch aber jetzt auch nochmal ein Bild. Ihr seht, das kann mal so ein bisschen dauern. Seht ihr, jetzt ist er ganz normal verbunden und zwar richtig. Auf dem Bild seht ihr gerade, wie es ist, wenn die App funktioniert. Nur oft ist es nicht so. In dem Fall, dieser Button da, wo Disconnect draufsteht, flackert dann die ganze Zeit und dann funktioniert die Verbindung immer nicht richtig. Und deswegen habe ich euch das allgemein halt einfach nochmal gezeigt. Ja, also wie halt so gesagt, es geht darum, dass die richtige App, die eigentlich im Amazon Store ist, nicht viele Funktionen bietet und auch noch nicht, also bisher bei mir zumindest auch bei manchen anderen auch, nicht richtig funktioniert hat zum Teil. Da hat er den ganzen Tag nur verbunden, die
verbunden und immer so weiter. Der hat sich dann immer wieder ausgeloggt und konnte sich nicht verbinden. Und das ist natürlich blöd, wenn man VPN nutzen will, sei es man ist im Urlaub oder allgemein, man nutzt es, dann ist es natürlich blöd, wenn es nicht dann funktioniert. Und deswegen haben die da, weil das irgendwie dann nicht so richtig funktioniert, keine Ahnung warum, haben die dann das halt so gemacht, dass man die dann per APK installieren muss. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Weg. Genau. Also ihr müsst eigentlich nur diese APK haben und auf eurem Fire TV installieren. Mehr muss man wirklich nicht machen. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like, Abo und einen Kommentar. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao.